Deine Zukunft beginnt. So lautet einmal im Jahr das Motto der Bildungsmesse im Oberstufenzentrum Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin. Und der Andrang zeigte es, viele Jugendliche suchen ihre berufliche Zukunft in der Region und wollten sich über das Ausbildungsangebot informieren. Traditionell ist auch das Swiss-Chrono-Team auf allen Bildungsmessen rund um Heiligengrabe mit dabei. Und das kommt nicht von ungefähr, denn in jedem Ausbildungsjahr werden mindestens 15 neue Ausbildungsplätze besetzt. Rund 40 Azubis lernen bei Swiss-Chrono und Ausbildungsleiter Tobias Wagner weiß, welche Bedeutung die Ausbildung in Heiligengrabe hat. Eine fundamentale Bedeutung, da wir über die Nachwuchskräfte unsere neuen Mitarbeiter, Facharbeiter generieren. Vor Messebeginn hatte Personalchef Christian Baumann sein Messeteam eingeschworen. Dann begann der große Trubel. Die 5 Azubis aus unterschiedlichen Lehrjahren und Berufen, Ausbilder Dennis Brandt und Ausbildungsleiter Tobias Wagner, waren gefragte Gesprächspartner. Im Herbst 2015 hat Lagerlogistik-Azubi Kevin Appitt seine Ausbildung bei Swiss-Chrono in Heiligengrabe begonnen. Über seine Erfahrungen stand er den Jugendlichen Rede und Antwort, die sich vor allem für eines interessierten. Hauptsächlich ist mir aufgefallen, so die Übernahmechancen. Also ich denke mal, dass die Zukunft doch ziemlich wichtig ist bei den ganzen Leuten. Das sind so die wichtigsten Fragen gewesen, oder war die wichtigste Frage von allen eigentlich. Am Stand von Swiss-Chrono schauten auch zahlreiche Politiker aus Landkreis, Land und Bund vorbei. Die zeigten sich von der großen Messeresonanz und der Rekordbeteiligung der Unternehmen begeistert. Es gibt keinen besseren Treffpunkt, um zu sehen, welche Interessen die Jugendlichen haben und wo finden sie sich in Berufsfeldern wieder, die hier angeboten werden. Früher war es so, da waren die Auszubildenden in der Überzahl und die Unternehmen recht zögerlich in der Aufnahme von Azubis. Heute hat sich das gedreht. Heute bieten die Unternehmen sehr viel, um Jugendlichen es schmackhaft zu machen, hier in der Region zu bleiben und eine Ausbildung aufzunehmen. Und das wird sich für die Jugendlichen in jedem Falle lohnen. Viel Zeit. Zeit für ein Messegespräch am Stand von Swiss-Chrono nahm sich auch der 20-jährige Hagen Petermann. Er war mit seinen Eltern aus Wittstock nach Neuruppin gekommen und hatte ein klares Ziel. Mich beruflich zu orientieren und um mich über die Unternehmen, wo ich mich beworben habe, noch ein bisschen tiefgründiger zu informieren. Wie gut, dass der junge Mann aus Wittstock auch gleich die Azubis aus seinem Wunschberuf Industriekaufmann nach ihrer Arbeit bei Swiss-Chrono in Heiligengrabe befragen konnte. Ich habe mich bei Grundex beworben, weil es eine große Firma ist, die mir gute Bedingungen bietet, gute Arbeitsbedingungen. Und das scheint mir auch ein sehr gutes Betriebsklima zu sein, nachdem ich hier mit einem Azubi gesprochen habe. Ja, da habe ich schon mal einen sehr guten Eindruck. Bis zum 31. März haben Interessenten noch Zeit, ihre Bewerbung um einen Ausbildungsplatz an Swiss-Chrono in Heiligengrabe zu schicken. Am 1. September beginnt dann mit dem traditionellen Azubi-Begrüßungstag das neue Ausbildungsjahr im Unternehmen.